Also der Trick wäre ja das. Ah nein, die müssen die können zusammen. Da kommen die. Genau, da, die glaube ich, die sind ganz gut zusammen. So sollen die theoretisch spielen, wenn sie funktionieren. Wie kann man mit einem Raum zusammen, also mit einer Architektur entsprechend, ein Instrument bilden? Und das ist eigentlich das Orgelinstrument. Die Orgel ist eigentlich immer Architektur, also Raum und Pfeifen und kann eigentlich nicht so richtig singulär betrachtet werden. Okay. Und dann können wir hier, vielleicht sollte man es ein bisschen nach, je mehr Winkel wir machen, desto stabiler ist, gell? Das Fahrzimmer. Und die Kette. Weil die waagerechten Kräfte fliegen. So. So, jetzt schmilzt er. Und aus. Eigentlich sollte man bis zu dem Rand aufkommen. Hm? Aber es geht. Ist der, wenn da ein Druck ist, oder? Da ist nicht viel Druck. Gehen wir mal den Schlauch in der. Ah ja, oder mach du, Blas. Auf der anderen Seite war das die Orgel, das Instrument der Macht war, dass eben das nur in speziellen Räumen, in Kirchenräumen mit Architektur verbunden funktioniert hat. Eine zweite Sache war, dass die Orgel immer so gedacht war als Instrument, die nicht von Menschen gespielt wird und also unmenschlich spielbar ist, eine Maschine also. Daher ist es natürlich sehr reizvoll, dieses Instrument zu dekonstruieren. Dass man das, was in der Empore oben versteckt, mit ein paar Pfeifen, die man sehr gut sieht, die aber gar nicht der Größe und der Tonhöhe entspricht, das sind also die Prospektpfeifen, hat man versucht, hier ein Instrument zu bauen, das nicht erfassbar ist. Und genau dieses Instrument mit der Architektur so zu verschmelzen und zu verteilen, dass man im Instrument leben kann und dass der Mensch sich auf der Ebene des Instruments beginnt. Wie soll ich denn eine Orgel begreifen? Natürlich könnte Winfried Rietsch mir im Vorfeld in einem Kaffeehaus erzählen, was er vorhat, aber das würde ja ganz einen anderen Einblick geben, wie wenn ich da eine Woche mitarbeiten kann. Es ist ja nicht nur ein Instrument, ein zerlegtes und neu aufgebautes, sondern eine ganze Landschaft, eine Skulptur. Das war verblüffend. Also
dieses Erlebnis im großen Raum. In heutigen barocken oder neuen Orgeln sind alle verstimmt. Man kann die kaum, also man kann die einmal im Jahr stimmen und nach Temperatur sind die eigentlich nie in der Perfektion gestimmt, dass sie einen schönen Gleichklang geben. Und man kann dann eine Maschine bauen, die sich selber zuhört und intoniert, also ausgleicht. Deswegen hat jede Orgelpfeife kriegt also ein Mikrofon. Jede Orgelpfeife kriegt mindestens ein Stellelement, wo man die Tonhöhe bis zu einer Terz verändern kann, also meistens nur eine Sekunde. Und damit kann man eigentlich jede beliebige harmonische Clusterung bauen, die eigentlich jenseits des normalen tonalen Denkens funktioniert. Aber man kann nicht Kirchenorgel dazu sagen. So, ich glaube, das haltet. Eine Orgeleinheit ist ein WLAN-Gerät, das man überall hinstellen kann und das mit den anderen Orgeleinheiten kommuniziert über ein Wi-Fi, sodass eigentlich dann jede Einheit, in diesem Fall die Ventilblöcke mit den Pfeifen, wie ein Wesen vereinzelt funktionieren und dann zusammenspielen im Raum verteilt, um wieder eine Band, also eine Einheit, ein Ensemble zu bilden. Dann haben wir gesagt, das geht auf welches Ventil? Das 104er, oder? Ist das welche Nummer? 105. Was haben wir? 125, 126 und was ist das erste? 126. Unleserlich. 127. 127. Dann ist die zweite. Es ist eigene Elektronik entwickelt worden, wir haben die Ventilblöcke auch neu entwickelt, haben aber versucht, die von der Mechanik her die Technologie des 17. Jahrhunderts in der Handfertigkeit zu erhalten, also nur Schnüre, Drähte und Materialien zu verwenden, die es damals eigentlich dem Ursprung der Orgel schon gegeben hat, und eben mit Elektronik und Schläuchen zu erweitern. Oder deswegen haben wir auch noch die Rehlederventile verwendet, der alten Orgel, weil die eigentlich kaum ersetzbar waren mit 3D-Druckventile, die haben nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite die ganzen Blöcke aus Holz gefräst, aber mit so viel Elektronik und auch 3D konstruiert, dass sie eigentlich schon mit modernen Mitteln produziert wurden. Also bei den ersten Arbeiten an den Pfeifen habe ich plötzlich gemerkt, dass die Metallpfeifen und die Holzpfeifen sich ganz anders verhalten. Die Holzpfeifen haben sich gewehrt dagegen, verstimmt zu werden. Also die stehen da sehr statisch, lassen sich kaum verändern. Wenn sie spielen, spielen sie oder nicht. Während die Metallpfeifen irrsinnig gut, leicht wie eine Blockflöte verstimmbar sind. So funktionieren die Rhythmen. Also mein Ansatz ist immer, wenn man schon eine Musikmaschine hat, dann sollte man die so komplex spielen lassen, wie der Mensch das eigentlich selber nicht könnte. Und dazu bedarf es natürlich eines algorithmischen Kompositionsprogrammes. Und damit ist diese Komposition eigentlich ein Programmieren. Das heißt, ich schreibe nicht Noten in dem Sinn, sondern ich programmiere Zusammenhänge, die algorithmisch gesteuert sein. In dem Fall habe ich hier drei verschiedene Ebenen, die sich abwechseln, einkomponiert. Eines ist, dass man hier mit einem stochastischen Signal versucht, mit harmonischen Filtern, nenne ich das, also wo dann sich Akkorde bilden, zufällige Akkordfolgen so zu verbinden, dass sich immer eine Dramatik aufbaut. Auf der zweiten Seite gibt es noch die liegenden Klänge, die ganz langsame Glissandi bilden, um so quasi einen Grundton, also einen Referenzton, wo sich die anderen Pfeifen dran reiben können. Und die dritte Ebene war eigentlich eine Melodie,
die ich genommen habe von meinen Lieblingskomponisten Josef Matthias Hauer, der eben mit der Zwölftonmusik, die er eingeführt hatte, die 31. Trope und die Wellen umspielten mich, heißt das, verwendet hat. Ich hätte natürlich eine andere Reihe auch nehmen können, aber die passt, glaube ich, ganz gut. Ich finde, dass eben das Gesang selber ja eigentlich die Urform der Musik ist, also bevor es Instrumente gegeben hat. Und der Gesang auch das ist, was, wo wir am meisten trainiert sind vom Hören her. Wir können Stimme, Sprache so schnell die Vokalfolgen auffassen, dass wir sogar Worte verstehen. Das Hörtraining auf Sprache und Gesang ist so viel ungleich höher als wir auf andere Geräusche und Sachen, sodass es für einen Komponisten immer sehr reizvoll ist, eben mit diesen hochtrainierten Sinnen am Zuhörer zu arbeiten. Und das war eigentlich, vielleicht kommt noch zusätzlich die Dimension dazu, dass plötzlich ein menschliches Wesen zur Maschine, mit der Maschine in Dialog tritt. Deswegen habe ich mir auch diese Sängerin Lisi ausgesucht, weil die sehr impulsiv und intuitiv auf die Umgebung reagiert, also sehr sensibel ist. Ich bin unverstärkt, ich gehe da herum nur mit dem Organ, also halt, wie es so bei mir gebaut ist, und ich kann sehr laut sein, aber ich habe jetzt keine Angst gehabt, wenn ich jetzt leise gesungen habe, dass das zu leise ist, weil man muss ja nicht übertönen, man kann ja auch nur mitsingen. Das ist ein guter Trick da mit dem, den können wir es noch einjustieren. Ja, klar. Das heißt, wenn man da fährt, ja, sehr gut. Jetzt brauchst du eigentlich nur da, dann aber anknicken, in die Richtung. Aber, der Gesang der Orgel ist eigentlich aus einem Werk, einen sehr frühen von mir, das ich vor 30 Jahren gemacht habe, und das hat geheißen, das Gesang der Netzwerke. Wenn wir jetzt das Gesang der Orgel haben, habe ich mir gedacht, ist das sehr schön, weil ich auch sehr viele Werke mit Peter Ablinger gemacht habe, die Sprache in Maschinen transformiert, transkribiert, sodass man eigentlich, wenn man lang zuhört, die Sprache wieder aus dem Stück heraushören kann. Um eine Form zu bekommen, eine Interform über diese Tage der Komposition, habe ich mir gedacht, ist die Initiierung der Orgel extrem wichtig, dass die also von einem Sängerin initiiert wird. Und deswegen geht sie durch die Räume und singt und macht Events. Die sind aufgenommen worden, und diese Events ist eigentlich dann die zeitliche Struktur der Partitur, wie dann die Klanginstallation grob gesteuert wird. Ja. Ja. Wem ist denn glaubt, dass es dann an der Klappe schleift, oder? Der mir müssen. Das ist ja nicht die beste Lösung. Also. Genau, so macht man das, jetzt weiß ich schon. Dann machen wir da einen Doppelknick. Gib mir die eine gute. Das heißt, da hängt der M selber drinnen. Mhm. Und dann geht er da erst drüber. Also die Calliope ist eigentlich ein Forschungsobjekt gewesen, da haben wir die ersten verschiedenen Techniken ausprobiert. War eigentlich ein erster Ansatz, diese Orgel nachzubauen. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass die auch noch zu sehr an der Orgel angelehnt ist. Also die ist noch viel mehr Orgel als wie die Raumorgel.
Und ich habe mir gedacht, dass man eben diese Genese dieser Raumorgel historisch gesehen, eben diese Calliope nachgestellt, die ganz am Anfang zeigt, wie klapprig und wie filigran auf der einen Seite, aber doch trotzdem kompakt auf der anderen Seite diese Einheiten sein könnten. Aber ich glaube, ich werde in Zukunft eher den umgekehrten Weg gehen, dass jede Einheit für sich schon Konzerte machen kann und vereinzelt werden kann. Aber hier war ein Anliegen gerade im Reaktor mit diesen schönen großen Räumen und dieser Architektur, dass man die vollständige Einheit einmal schaut, wie die funktioniert und alle Elemente mal vorhanden sind. Die eigentliche sprechende Orgel, die steht noch an und die möchte ich noch vielleicht im nächsten Jahr abschließen, dass man die dann wirklich zum Sprechen bringt.